Ein weiterer Höhepunkt dieser Veranstaltung: die sechsmaligen Weltmeister in der Lateinformation, die TSG Bremerhaven. Viele von Ihnen, liebe Zuschauer, kennen die Formation ja bereits, aber so wie Sie sie heute sehen, so werden Sie sie nie wiedersehen. Das bleibt einmalig. Überraschung. Horst Beer und Andrea Lankenau, die frisch gebackenen Amateurweltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen. You're the Colosseum. You're the top. So this is cha-cha. You're the Louvre Museum. You're a melody, a symphony, my spouse. You're an Ascot bonnet, a Shakespeare sonnet, you're a Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. A certain smile on that Mathis geezer. I'm a worker's check, a total wreck of flop. Cha cha cha! But baby, if I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're the top. Yeah, you're a boiling casual. Oh boy! You got the grace of a rocket that's spaceward bound. You're the National Gallery, it's a Nathra's salary, hi-fi sound. Thank you.
Yes, mi mucho aerosol. And we'll dance the dance of love forevermore. As we dip and sway and caress this way, Zama seems to say love is here to stay. Like the Zama sound, heart begins to pound. I go all the round. I am poco, loco, and so best of the bossa nova. Yes, so that's all the bossa nova. Ooh, your kiss, the bossa nova. Kiss me mucho, and we'll soar, and we'll dance the dance of love forevermore. Die tänzerischen Anfänge von Bär Lankenau hatten ihren Ursprung übrigens in der Formation von Bremerhaven. Sie sind auch heute noch mit ihr eng verbunden. Horst Bär ist maßgeblich an der Choreografie beteiligt. Er soll ja schon an einer neuen herumbasteln. She will fall.